Jetzt kämpfen die erstmal alle um meinen Platz. Natürlich. Ich glaube, wir könnten mal einen weiteren Arzt einstellen. Flippt schnell aus, oder? Geht da jetzt einer rein? Nee. Nee, wir haben nicht so gute Ärzte. Scheiße. Der muss erstmal wieder in seinen Unterrichtsraum zurück. Unterrichtet erstmal seine imaginären Schüler. So, einen weiteren Handlanger könnten wir aber einstellen. Auch wenn wir da derzeit keine haben. So, oh, einer ist da schon ein bisschen am Durchdrehen. Haben wir denn jetzt einen Arzt, dem wir vielleicht vertrauen könnten? Leider nein. Polierte Knochen, Sturz aus großer Höhe auf polierten Böden. Yo. Kennen wir ja schon. König, der Käsekönig aus der Niederlande will uns besuchen. Ja, das geht doch in Ordnung. So, was haben wir hier so Schönes? Ah, okay. So, der King geht... Ah ne, der geht sich umziehen und... Er ist geheilt! Er wurde vom King erlöst. Ich glaube, ich kann mich erinnern, das war das Krankenhaus, wo ich mal zuletzt verloren habe. Weil, das Tolle ist ja vor allen Dingen, hier ist ein Notfallpatient einfach so durchgelaufen. Einfach so! Das war ein richtig cooler Bug. Ich weiß überhaupt nicht, ob das ein richtiger Bug war. Also wie gesagt, die Musik, die wiederholt sich zwar andauernd, aber die kann man echt hören. Das ist mal wesentlich angenehmere Musik als wie diese Dubstep-Musik. Ich will mal nicht hoffen, dass irgendeiner auf die Idee kommt, in 8-Bit, hier im 8-Bit-Stil Dubstep-Musik zu machen. Ich glaube, das hört sich einfach nur scheiße an. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. So viel können wir derzeit nicht machen. Ich denke mal, dafür bräuchten wir eine Forschungsabteilung. Dafür haben wir erstmal schlichtweg keinen Platz, beziehungsweise zu wenig Geld. Da könnte eigentlich ein zweites Sofa rein. Das würde eher reinpassen. So, zweites Sofa. So, rein da. Zwei Sofas. Wie irgendeiner sagt, Sofen. Siehst du, es ist ein Vorteil, wenn ich mal mein Smartphone stumm schalte, dann hört man es nicht. Das ist voll geil. Ein VIP ist zu Besuch. Ja, der Käsekönig ist da. Ja, es läuft derzeit richtig gut. Ein paar sind angepisst, aber wenigstens nicht angekotzt. Das ist ein Vorteil. Anpissen und ankotzen sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. So, die machen auch alle mal wieder ein bisschen flink, ein bisschen flott. So, er geht langsam rein mit seinen fetten Knochen. Ich bin der Käsekönig von Niederlande und du hast geile Brüste. La 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 la. Ich habe eine Auszeichnung, ich weiß nur nicht warum. Ja, Durchfall. Hätten wir uns mal durchlesen können. Er hat eine geile Glatze. Ich stehe auf alles, denn ich riech nach Käse. Was für ein Saftsack. Der ist viel zu fett. Warum sind denn VIPs immer fett? Was hat denn dieser Spieleentwickler denn für eine Idee gehabt, VIPs fett zu machen? Eine 50-50-Chance. Die sollten wir mal annehmen. Ja, derzeit haben wir ein Übermaß an Toiletten, ein Übermaß an Waschbecken, weil derzeit werden die noch nicht benötigt, weil die Atmosphäre hier verdammt ruhig ist. Okay, die Mäuse haben sich ja auch schon eingefunden, aber trotzdem. Das ist unglaublich. Ich habe hier im Krankenhaus schon mal seit ein paar Minuten und trotzdem ist das ruckelfrei. Nur nicht meine Stimme. Oh, ein neuer Ablebensfall. Na, weiß nicht, irgendwie ist die Pharmatheke nicht so gut.
Wenn sie noch 11 Patienten ins Jenseits befördern, werden sie den Level verlieren. Jetzt sind es auf einmal 11. Ich verstehe das nicht. Vorher waren es 7, jetzt sind es auf einmal 11. Irgendwie will man uns das Limit da erhöhen. Also manchmal kriegt ihr das hin, manchmal aber auch nicht. Das ist ein bisschen makaber. Da will wieder jemand kündigen. Stell mal einen loyalen und freundlichen Handlanger ein. Die sehen übrigens alle gleich aus. Das sind alles Vierlinge vielleicht. Fünflinge, Sechslinge, was weiß ich. Die sehen alle gleich aus. Die einzigen Personen, die wirklich unterschiedlich aussehen, sind die Ärzte. Die sind mal schwarz, die sind mal weiß. Ja, das wäre natürlich am besten. Die sind mal weiß, die sind mal schwarz, die haben manchmal eine Glatze, die haben auch manchmal eine Brille. Also höchstens hier in der Kartei haben die mal andere Gesichter. Baby, ich bin Psychiater. Ich kann dir alles geben für einen Tausender. Der Zwingling. Dann haben wir den Ritterer, den Schafwald, den Schmitter und den Schmittkopf. Die haben alle so blöde Namen, ey. Das ist unglaublich. Aber hey, ich habe die nicht so benannt. Das hat immerhin einen Charakter. Was ist denn das? Was hat denn der für eine Krankheit? Der hat einen riesen Kopf. Ich muss im Internet recherchieren, aber dafür muss ich erstmal die Modemgebühren bezahlen. Scheiße. So, das Fazit des, wie nenne ich den nochmal, Käsekönigs, genau. Dort nennt ich ein Krankenhaus. Ihnen wurde ein Bonus in Höhe von 2000 gewährt und der Ruf hat sich gebessert, auch wenn wir jetzt... Sie haben jetzt 5 Menschen ins Jenseits geschickt. Eigentlich sollten Sie ja heilen, wissen Sie das nicht? Ja, aber... Irgendwer baut hier Scheiße. Und ihr wollt alle keinen Unterricht nehmen? Ich würde euch den dringend empfehlen. Guck mal, der bemüht sich hier doch schon. Der ist so abgerackert, weil der nichts tut. Na gut, gerade die, die nicht heilen könnten. Ja. Wie flüssig das hier läuft. Wahnsinn. 5 Leute mit Aufgeblasene. Sie brauchen sofortige Aufmerksamkeit. Sie haben die nötige Ausrüstung und Fähigkeiten, deshalb sollten Sie diesen Notfall behandeln. Ja. Aus der Chemiefabrik vor allen Dingen. Wie können die in einer Chemiefabrik aufgeblasene Köpfe bekommen? Na, mal gucken. Dann können wir den Raum wohl erstmal nicht da lassen. So. Sie benötigen weitere 4703, um die finanziellen Anforderungen dieses Levels zu erfüllen. Na, das geht doch. Wichtige Durchlage. Aufgeblasene Patienten treffen ein. Aufgeblasene. Erdbebenwarnung. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Alles hintereinander, meine Güte. Wie passen solche Leute da eigentlich da rein? Eine Schwester in die Pharmatheke, bitte. Und hier, die sehen auch alle gleich aus. Oh, ich habe Bänke vergessen, verdammt. Natürlich, höflich anklopfen. Wenn man sieht, dass da jemand drin ist. Die könnten eigentlich direkt vor dem Raum warten, aber die suchen sich immer irgendwie die nächstbesten Plätze. Nein, oh mein Gott, mein Word. Ich kann die Bank nicht platzieren. Ist das scheiße. Nein. Wir hatten einen Ablebensfall. Puh, ich dachte, das wäre ein heftiges Erdbeben gewesen. Es war 8 auf der Richterskala. Was war nochmal die Richterskala? So, der wurde geheilt. Oh, das Ding qualmt schon. Scheiße, scheiße. Handlanger, reparier das Ding mal. Handlanger. Handlanger. Bisschen pusten und fertig. Ja, mehr brauchen wir nicht. So, die anderen müssen sich ein bisschen gedulden. Wir haben ja schließlich Notfälle zu behandeln. Den vollen Bonus werden wir definitiv nicht kriegen. Weil wir ja wieder jemanden ins Jenseits geschickt haben. Also, mein Lieber, du kommst dann bald in die Forschungsabteilung. In die Ausbildung. Du musst definitiv in die Ausbildung rein, weil du hast ein paar zum Sterben gebracht. Ein paar Leutchens.
So, mal gucken, Zeit läuft knapp. Und den Krankenhaus werden wir auf 120.000 erhöhen. Erhöhen. Erhöhen, 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 erhöhen. So, sind die fertig? Ah, jetzt hat er den da drin, okay. Aber dann schicke ich den mal in die Forschungsabteilung. Ich komme nicht. Ich meine nicht die scheiß Forschungsabteilung, ich meine die Ausbildungsabteilung. So. Ausbilden. Jetzt. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Tauschen die jetzt ihre Plätze? Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Okay. Ach, er bildet sich selber. Ja, okay. Ach nee, wir haben doch alle geheilt. Ich dachte, wir haben einen zum... Wir haben einen wieder ins Jenseits geschickt. Die Leute sind durstig und beschweren sich. Sie sollten mehr Getränkautomaten aufstellen oder die schon existierenden näher an den durstigen Massen platzieren. Ist eigentlich schon. Na wohl, die stehen eher mehr hier. Und ganz ehrlich, die Atmosphäre ist derzeit relativ ruhig. Wenn ich ehrlich bin. So ruhig war die noch nie. Es geht voll in Ordnung. Ich habe damit kein Problem. So, eine OP können wir weiterhin nicht bauen. Ich will einfach noch schlichtweg keine OP haben. So, der Installationsstatus ist ja wahnsinnig weit. Okay, okay, okay. Ah, er trinkt wieder den grünen Waldmeistersaft. Für 928 Dollar ist ja auch eine gute Wahl. Ach du. Ich hätte jetzt was gedacht, was ist denn das für eine Maus? Aber nee, das ist ein Kopf von Unsichtbaren. Ah. Hab ich mich gerade erschrocken. Kann man denn solche Leute auch hier reinschicken? Mann, Mann, Mann. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Tarnkappe bis einer radioaktiven und unsichtbaren Meise. Das haben wir, glaube ich, schon gelesen. Gut, gut. Ja. Läuft eigentlich relativ gut. Die Patienten frieren. Ach, sag bloß. Ja, dann muss man die Heizung mal höher drehen. So, fertig. $1400, was hat denn der für einen teuren Saft getrunken? Alter. Na, so eine Schnellheilstation möchte ich auch mal ganz gerne haben, wo du einfach nur so ein Zeug trinkst für $1000 und dann mal eben geheilt bist. Mal gucken, was kriegt der jetzt? Kirschsaft. 406 Dollar, der ist noch relativ günstig, aber was der da vorhin gerade getrunken hat, ich will nicht wissen, was der getrunken hat. Vielleicht Jägermeister. Jägermeister für so ein kleines Fläschchen da für 5 Euro und ja, eben mal für $1000 weggebracht. Ein Arzt in die Allgemeine. Oder sagen wir mal 5 Mark. 5 Mark, sagen wir da einfach mal. Doktor in die Psychiatrie, bitte. 50 Patienten wurden geheilt, die Hälfte von 100. Sie haben die Hälfte des Levels bereits gewonnen. Und wie sieht denn eigentlich unser Krankenhauswert aus? Ja, den müssen wir noch ein bisschen erhöhen. Wir haben ja gerade mal fast die Hälfte erreicht. Die gleich aussehenden Leutchen hier. Auch wenn hier schon wenig Objekte sind, trotzdem kommt da der Pentium 100 in Schwitzen. Schon ein bisschen merkwürdig. So, da muss ich mal wieder selbst unterrichten. So, da und da sind Punkte. Und genau da und da sind Staubkörnchen. Wir entschuldigen uns für den Müll. Und genau da und da habe ich hingerotzt. Und ich glaube, genau da
Nein, vielleicht da und da liegt Deutschland. Ganz sicher. Oh, und da. Da, genau. Und da. Da liegt doch vielleicht Frankreich. Und vielleicht genau da. Und da ist das Niveau von EA. Ah, nee, das liegt genau da und da. Hm, erzählt. Oder ist das vielleicht... Ah, warte, warte. Ist das vielleicht da? Oder vielleicht da? Keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, da und da wird es jetzt mal Zeit für eine Aufnahmepause. Denn ich würde auch mal sagen, genau da... verdammt. Genau da und da müsste ich nämlich mal hin. Okay, ja, ich würde dann einfach mal sagen, wir speichern mal das Spiel ab. Jo. Und würde dann einfach mal sagen, wir machen eine Aufnahmepause und die Einladung von diesem netten Bundesliga-Fußballer machen wir auch nochmal gleich rein. Speichern wir dann auch noch. Und dann würde ich einfach mal sagen, bis zur nächsten Aufnahme. Mal gucken, wie wir mit diesem Krankenhaus zurechtkommen werden. Tschüssi.